Ich begrüße Sie nun ganz herzlich hier an diesem Mittwochabend, den 8. Mai 2024. Hier ist Regional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Personalmangel gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Vereinen. Das war das Thema eines Ideenwettbewerbs und die besten Ideen wurden im Rahmen des Empfangs am vergangenen Montag in Leubsdorf im Lindenhof ausgezeichnet. Thorsten Lange und Danny Obst hat sich mit Andrea Pötscher über den Wettbewerb unterhalten. Nicht nur in der Wirtschaft wird Nachwuchs gesucht, sondern auch bei den Vereinen. Zu diesem Anlass wurde der 8. Ideenwettbewerb vom Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Tschopautal e.V. veranstaltet. Regionalmanagerin Andrea Pötscher stellte die 39 teilnehmenden Vereinen und deren Ideen für die Nachwuchsgewinnung vor. Wie Sie hier vorne schön sehen können, ist das jetzt unser 8. Wettbewerb. 7 davon haben wir für eingetragene Vereine ausgelobt und einen Verein für Grundschulen. Und hinter diesen 39 Vereinen stehen sage und schreibe 2600 Vereinsmitglieder. Das ist also eine sehr beachtliche Zahl, die wir mit einem Preisgeld, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, gern unterstützen möchten. Nach der Vorstellung wurden die Vereine ausgezeichnet. Die Preise lagen zwischen 500 und 1500 Euro. Und auch für die fertigen Bravo. Danke. Und ein Blümchen auf Sie. Herzlichen Glückwunsch. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 29.900 Euro für die Ideen der Vereine ausgelobt. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Oederaner Blasmusikanten e.V., die unter anderem auch zu den Preisträgern gehörten. Die Auszeichnungsveranstaltung zum diesjährigen Ideenwettbewerb ist gerade zu Ende gegangen. Welche Ideen wurden denn eingereicht oder unter welchem Motto sollten die Vereine Ideen einreichen? Das Motto des diesjährigen Vereinswettbewerbes war: Unser Verein hat Zukunft. Und es ging also darum, Ideen zu finden, die dazu beitragen, neue Vereinsmitglieder zu werben, auf den Verein aufmerksam zu machen, sich auch mit anderen Vereinen zu vernetzen und für Aufmerksamkeit im Ort zu sorgen. Wie viele Vereine haben sich denn dieses Jahr daran beteiligt? Ja, es war schon eine ziemliche Rekordzahl. Insgesamt 39 Vereine haben sich daran beteiligt. Und es waren sehr schöne Vereinsideen dabei, definitiv. Und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass wir alle Ideen prämieren konnten. Die Vereine schauen zuversichtlich in die Zukunft. Mit 2 Vereinen heute hier vertreten, aber unterschiedliche Ideen. Wie schwer ist es denn allgemein, Mitglieder für Vereine zu bekommen bei euch? Ja, 2 Vereine ist wichtig in meiner Hinsicht, weil man muss ja ein breites Spektrum, sag ich mal, im Ort bieten, um, sag ich mal, vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen eine Plattform zu bieten.
die Vereinsgewinn, die Mitgliedergewinnung ist, sage ich mal, schon schwierig. Und deshalb bietet dann so eine Veranstaltung oder so eine Ideenwettbewerb, wo man Veranstaltungen durchführen kann, ne? Natürlich eine gute Plattform, um dann dort möglichst neue Mitglieder zu gewinnen. Euch steht ja im nächsten Jahr ein großes Jubiläum bevor. Da sind sicherlich die Vorbereitungen auch schon fleißig zu Gange. Wie sieht es denn da mit Helfern, mit Unterstützern aus? Also für das kommende Jahr, wie gesagt, wie Sie schon sagten, 675 Jahre Birnichen, großes Fest. Vorbereitungen sind im vollen Gange seit 2 Jahren jetzt. Programm steht zu 90%. Mithelfer, wie man es ja bei uns in Birnichen gewohnt ist, haben wir schon relativ viele, aber es können, wie gesagt, nie genug sein. Herr Weber, mit welchen speziellen Ideen haben Sie sich denn hier am Wettbewerb dran beteiligt? Ja, bei unser Verein, wir stehen für den Erhalt des Freibades in Borstendorf. Wir entwickeln das Bad weiter, wir haben Ideen, wir organisieren Veranstaltungen. Eins unserer Highlights im Jahr, das ist das Abbaden immer. Das findet logischerweise immer im Dezember statt, am Ende des Jahres. Das wird also eisig kalt. Ja, und da suchen wir einfach neue Ideen. Das Grundprojekt, das steht eigentlich immer, aber wir brauchen immer neue Impulse. Es gibt ganz viele Leute neben unserem Kernteam, die immer wieder sagen, cool, was ihr macht, das ist ja total schön, das bringt euch weiter. Aber die trauen sich halt nicht in den Verein. Irgendwie aus irgendwelchen Bindungen denken, sie haben die Zeit dafür nicht. Wir wollen solche Leute ansprechen. Wir sagen denen, kommt doch einfach mal zu uns, bringt ein paar Ideen mit, macht einfach mal ein halbes Jahr mit und schaut, ob das was für euch ist. Wenn es euch gefällt, bleibt hier. Wir sind ein ganz tolles Team, es ist immer lustig bei uns. Wir sind wie eine kleine Familie. Macht mit und vielleicht bleibt ihr länger, wenn es euch gefällt. Was hat denn euer Verein im Sommer jetzt auch an Veranstaltungen geplant oder an besonderen Aktionen? Die Badsaison fängt ja nun erst an. Ja, das ist das große Highlight dieses Jahr. Das ist unser Gemeindefest. Ja. Wir binden uns im Prinzip mit unserer Arbeit in das Gemeindefest mit ein. Wir organisieren übers ganze Jahr den Kiosk. Wir machen wieder unseren Familientag anlässlich des Gemeindefestes an einem Freitag, 14.06. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dazu kommen. Wird eine super Veranstaltung, insbesondere für die Kiddies, aber auch für alle Generationen ist was dabei, dort einfach einen schönen Tag zu erleben und ja, euch dort mal die Seele baden zu lassen bei uns im Bad. Katrin Dechand, Wildes Oederan e.V., ein ja, ganz außergewöhnlicher Name für einen Verein und heute hier beteiligt beim Ideenwettbewerb. Mit welcher Idee? Unsere Idee für den diesjährigen Ideenwettbewerb war Essen, was fit macht, Wildpflanzen in aller Munde. Und eine der heutigen Preisträgerinnen hat mir im Vorfeld der Veranstaltung auch verraten, dass sie während ihrer Fortbildung, die sie nebenberuflich absolviert hat, wirklich durch einen Wildpflanzen-Smoothie am Abend nochmal das geschafft hat, das Arbeitspensum dann für das Studium durchzuziehen. Und das kann ich selber auch bestätigen. Also die Wildpflanzen machen wirklich fit. Wir möchten jetzt demnächst in unserem neuen Vereinslokal laden am Markt 13 in Oederan, genau gegenüber vom Rathaus, weiter Workshops anbieten. Aber auch geplant ist, dass wir für die Kinder dort so dass es in die Richtung Kinderbildung, Kinder, Jugendliche heranführen an das Thema. Wir hatten jetzt schon eine Veranstaltung, eine Anfrage mit den Pfadfindern, aber mit dem Oederaner Kids habe ich schon Veranstaltungen gemacht und in die Richtung Kindergeburtstage gestalten. Und beim Familienfest sind wir ja auch dabei, da lassen wir uns noch was Schickes einfallen, wo wir halt vielleicht auch mal was anderes zeigen, was die Kinder noch nicht so kennen. Also bei uns dreht sich alles um das wilde Essen, also vornehmlich die Wildpflanzen aus kulinarischer Sicht. Und da ist jetzt auch am 11.05. sind wir an dieser ersten Brennnessel-Konferenz Mittelsachsen beteiligt mit dem kulinarischen Teil. Dort geht es um die Brennnessel eigentlich als Faserpflanze. Und wir stellen die Brennnessel vor mit dem kulinarischen Teil. Es wird eine Führung geben. Start ist am Kleinerzgebirge auf dem Parkplatz am 11. Mai um 10 Uhr. Und dann geht es von Station 1 und 2, das Evilpa in Oederan, was ja der erste sächsische Evilpa ist. Und es gibt deutschlandweit inzwischen 10. Und dann geht es raus in Richtung Stadtwald. Und dort zeige ich den Teilnehmern das große Gemüsefeld von Oederan, was viele gar nicht kennen. Und gegenüber ist unser Vereinsgarten. Und dort findet dann die Verkostung statt.
Ja, wir machen ja diese Vereinsideenwettbewerbe schon seit 2017. Und an der Kontinuität mit den Jahren, also das war jetzt der 8. Aufruf, den wir dieses Jahr hatten, seit 2017, sieht man ja eigentlich, dass es uns ein großes Anliegen ist, die Vereine zu unterstützen. Denn die Vereine sind wirklich diejenigen, die alles ehrenamtlich leisten, die die Bevölkerung auch zusammenhält natürlich, für zusätzliche Angebote sorgen, ja, und schon ein Gefühl der Geborgenheit und ja, ein Heimatgefühl auch geben unter den Menschen. Der Berufsbereich der Pflege ist anspruchsvoll, aber auch vielseitig. Wie überall mangelt es am Personal. Die Arbeitsagentur des Erzgebirgskreises und das Haus Laugner in Marienberg wollen mit einem Tag der offenen Tür dem was entgegensetzen. Aber sehen Sie selbst, Frank Langer berichtet. Gemeinsam wollte man Langzeitarbeitssuchenden und Interessierten an Pflegeberufen die Arbeit in diesem Berufszweig im Haus Laugner näher bringen. Doch leider war der Einladung des Jobcenters und der Arbeitsagentur kaum jemand gefolgt. Schade, wenn man bedenkt, dass die Pflegeberufe recht vielfältig und alles andere als langweilig sind, man anderen Menschen etwas Gutes tun kann. Die Geschäftsleitung des Hauses und der Agentur für Arbeit hatten einiges vorbereitet. So gab es den Einblick in Therapiestunden und Aktivitäten. Wie hat man denn zu DDR-Zeiten überhaupt Urlaub gemacht und wo? Also in welchen Unterkünften? Gemeinsam wurde sich zum Beispiel an den Ostseeurlaub erinnert. Ganz genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Denn es gab immer so außerordentliche... Die Leitungen hatten hier die... Ja, wir haben zukünftige Bewerber eingeladen. Personen, Menschen, die sich für Pflege interessieren. Aber Pflege ist ja nicht nur Pflege, es gehört sehr viel dazu. Es gehört auch Betreuung dazu. Wie zum Beispiel heute haben wir verschiedene Aktivitäten für unsere Senioren organisiert. Aber genauso Hauswirtschaft wie Arbeit in der Küche oder in der Wäscherei und in der Reinigung. Und natürlich nicht zu vergessen die Verwaltung. All das gehört dazu, um Senioren gut und liebevoll zu versorgen. Also, wir können natürlich immer Mitarbeiter gebrauchen, weil wir sind heute hier im Haus Laugner. Aber genauso gut haben wir ja auch unseren Pflegedienst mit den verschiedenen Niederlassungen Marienberg, Pockau, Olbernhau und sogar Dresden. Und natürlich die Tagespflegen. Pflege wird durch Menschen erbracht. Und das ist sehr, es ist eine sehr wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und ja, wir brauchen Mitarbeiter. Genauso freuen wir uns natürlich aber auch über junge Mitarbeiter, die sich für diesen Beruf interessieren. Denn es ist eine Arbeit mit Zukunft. Ja, der Bedarf im Pflegebereich ist groß und vor allen Dingen hier im Erzgebirge merken wir es, dass er auch noch wächst. Die einen werden irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, die Pflegekräfte, und da brauchen wir neue. Und darüber hinaus brauchen wir weitere, um dann den steigenden Pflegebedarf decken zu können. Und gerade in so einem schönen Haus wie hier ist es dann einfach auch nur eine Möglichkeit für uns, einfach nur mal eine Variante, dass wir in die Häuser direkt gehen, die Menschen einladen, unsere Kunden einladen, um einfach das zu zeigen, was das Haus so bietet. In einem weiteren Wohnbereich wurde gemeinsam gebacken. Berufe in der Pflege sind wie erwähnt vielfältig. Auch manches Klischee hat die Geschäftsführerin widerlegt. Normalerweise sind Dienstpläne sind immer 6 bis 4 Wochen im Voraus bekannt. Da kann ich mich darauf einrichten. Es wird natürlich auch, es werden auf Eigenheiten Rücksicht genommen. Wir sind ein Familienunternehmen und uns ist sehr wichtig, dass auch die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen. Und wie gesagt, wir treten an, dass Senioren, dass sie gut gepflegt werden, und das können sie nur durch motivierte Mitarbeiter. In der Ambulanz gibt es sogenannte, in Gänsefüßchen gesprochene, Mutti-Runden, das dann später angefangen wird. Und auch im stationären Betrieb finden wir immer eine Lösung. Die Agentur für Arbeit versucht mit solchen Aktionen Mitarbeitersuchende im Unternehmen zu unterstützen. Dass die Resonanz zu gering war, leider sehr schade. Ja, wir unterstützen gut und auch sehr gerne.
Wir haben ja spezielle Mitarbeiter, die sich für die Arbeitgeberseite engagieren, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die auch gerne Auskunft geben über Fördermöglichkeiten oder wie es auch funktionieren kann, tatsächlich jemand aus dem Ausland zu holen oder in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter gegebenenfalls auch Menschen ansprechen, die schon hier sind. Mit Sanktionen müssen die Eingeladenen, aber nicht Erschienenen wahrscheinlich nicht rechnen. Schwierig, dann diese für Arbeit zu motivieren. Ich habe noch einen Tipp für die Autofahrer. Auch morgen zu Christi Himmelfahrt werden für Verkehrsteilnehmer wieder kostspielige Fotos festgehalten. Wie zum Beispiel in Rechenberg-Bienenmühle im Ortsteil Klausnitz auf der B171. Da müssen Sie mit Verkehrskontrollen rechnen. Halten Sie sich also an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, um ungeplante Bußgelder zu vermeiden. Das schont den Geldbeutel und die Nerven. Ich nehme Sie gleich mit rüber ins Regionalwetterstudio, aber zuvor werfen wir noch einen Blick in die Polizeimeldungen. Freiberg. Zwei Radfahrer stießen zusammen. Auf dem Gehweg der Karl-Kegel-Straße kollidierten am Montagnachmittag zwei entgegenkommende Radfahrer, ein Mann und eine Frau miteinander. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand erlitt der Mann dabei schwere und die Frau leichte Verletzungen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen der Stabsstelle Kommunikation derzeit nicht vor. Abermals Freiberg, Vorfahrtsfehler? Vom knappen Weg nach links auf die bevorrechtigte Frauensteiner Straße fuhr am Montagnachmittag die 22-jährige Fahrerin eines Pkw fort. Dabei kollidierte der Ford mit einem dort statt auswärts fahrenden Pkw VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.500 Euro. Olbernhau, Ortsteil Pfeffroda, Schachtgreifer von Baustelle gestohlen. Vermutlich am vergangenen Wochenende betraten Unbekannte eine Baustelle am Bierwiesenteich an der Freiberger Straße und entwendeten anschließend einen Schachtgreifer. Der Wert des Arbeitsgeräts wurde auf ca. 3.200 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im Regionalwetterstudio. Nach dem oft novembertrüben und teils sehr regnerischen Start in die neue Woche stellt sich in den kommenden Tagen fast überall eine Wetterberuhigung ein und die Temperaturen zeigen einen Aufwärtstrend. Am Abend bleibt es größtenteils bewölkt, während sich in der Nacht die Wolken allmählich auflösen und der Himmel sich klärt. Die Temperaturen liegen am Abend bei 7 und 10 Grad und sinken in der Nacht auf 5 Grad ab. Der Wind weht mit einem leisen Zug aus Osten mit einer Geschwindigkeit von 3 km pro Stunde. In den höheren Lagen sind mit frischen Böen zwischen 11 und 33 km pro Stunde zu rechnen. Nun werfen wir einen Blick auf Christi Himmelfahrt. Die Wolkendecke vom Mittwoch hat sich verzogen und der Vatertag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein. Am Mittag ziehen nur vereinzelte Wolken über den Himmel, doch am Abend nehmen die Wolken wieder zu und die Nacht bleibt jedoch bedeckt, aber ohne Niederschlag. Der Tag beginnt mit frischen 4 und 5 Grad und die Höchstwerte erreichen am Nachmittag 13 bis 15 Grad. Eine leichte Brise aus dem Norden mit 9 km pro Stunde erwartet uns vom Wind her. Schauen wir auf die Aussichten für den Freitag und das bevorstehende Wochenende. Der Freitag bleibt äußerst stabil. Sonne und Wolken wechseln sich tagsüber ab, wobei die Temperaturen morgens zwischen 6 und 7 Grad liegen und im Verlauf des Tages auf 14 bis 17 Grad steigen. Vom Wind her spüren wir kaum etwas, da eine leichte Brise aus dem Norden weht. Am Samstag nehmen die Wolken wieder zu und es bleibt über den Tag größtenteils bedeckt. Am Abend ist zudem auch mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 9 Grad, während die Höchstwerte auf 14 bis 16 Grad steigen. Der Wind weht aus Nordosten mit einer leichten Brise. Das Wochenende bleibt also so ziemlich windstill. Für den Sonntag sind sich die Wettermodelle noch nicht ganz einig. Einen Mix aus Sonne und Wolken erwartet uns und örtlich kann es auch zu leichten Niederschlägen kommen. Die Temperaturen steigen an und bewegen sich am Sonntag zwischen 13 und 18 Grad. Auch der Wind macht weiterhin Pause und weht mit einem leisen Zug aus Südosten.
Liebe Zuschauer, die Aussichten für die kommenden Tage sind äußerst vielversprechend. Es deutet sich überwiegend trockenes Wetter an und die Sonne wird sich häufiger zeigen im Vergleich zum Beginn der Woche. Wir werden uns das Wettergeschehen der neuen Woche am Montagabend hier an dieser Stelle genauer anschauen. Wir wechseln wieder rüber ins Regionalstudio. Nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer bereichern unser Programm, indem sie uns schöne Bilder von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen lassen. Gerade jetzt, wo Christi Himmelfahrt vor der Tür steht oder für die, die ein verlängertes Wochenende genießen können, freuen wir uns auf ihre Momente festgehalten auf Bildern, die wir dann als Bilder des Tages in unseren Sendungen oder der Bildschirmzeitung zeigen. Schicken Sie uns also Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat über der eingeblendeten WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse. Nun, meine Damen und Herren, das war's schon wieder mit Regional für den Mittwochabend. Wenn Sie die Sendung verpasst haben sollten, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie einfach in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-line.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV mit der Erzgebirgsfernsehen noch einmal rein. Und übrigens für alle Zuschauer, die uns auf YouTube verfolgen, wir freuen uns sehr über ein Abo, so verpassen Sie keine Sendung mehr. Auch wir vom Glückauf TV-Team gönnen uns eine kurze Pause und wir sehen uns dann am Montag wieder frisch und munter hier in Regional. Stattdessen sehen Sie zum Brückentag am Freitag zu den gewohnten Regionalzeiten unsere Sendung bei uns im Erzgebirge extra. Also, liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen dann morgen einen schönen Feiertag und wenn es dann soweit ist, ein schönes Wochenende. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, machen Sie es gut und bis Montag.